Politik im Fokus, heute mit dem St. Gallen Baudirektor Marc Mächle und dem FDP-Fraktionspräsident und Wartauer Gemeindepräsident Beat Tinne. Alle St. Gallen Gemeinden müssen ihre Zonenpläne und Baureglemente am neuen kantonalen Planungs- und Baugesetz anpassen. Wo steht da die Gemeinde Wartau, Beat Tinne? Die Gemeinde Wartau hat im letzten Jahr den Gemeindeentwicklungsplan zusammen mit der Bevölkerung erarbeitet. Die Erkenntnisse aus dem Bevölkerungsbeteiligungsprozess fließen jetzt dann konkret ein in die Erarbeitung des kommunalen Richtplans. Und aus dem kommunalen Richtplan leiten wir nachher dann auch den kommunalen Zonenplan ab. Marc Mächle, die Umsetzung bedeutet für die Gemeinde und auch für das Fachbüro recht viel Arbeit. Ist man da auf Kurs? Ja, das ist so. Das ist mit erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Weil Gemeinden müssen auch die Bevölkerung mit einwirken lassen, also die haben ein Mitwirkungsrecht. Und das bedingt Zeit. Zudem ist es auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Alle Zonen können in die richtige Art und Weise wieder zuordnen. Und deshalb sind Gemeinden gut beraten gewesen, mit dieser Frist, die wir 10 Jahre gesetzt haben, früh anzufangen mit diesen Arbeiten. Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht kann man sagen, man ist auf Kurs. Aber es wird anspruchsvoll bleiben. In den letzten Tagen hat das Coronavirus sozusagen den Kanton St. Gallen fast stillgelegt. Inwiefern beeinflusst das jetzt die Umsetzung von Planungs- und Baugesetzen? Ja, es hat eine ganz konkrete Auswirkung. Das Präsidium des Kantonsrats hat beschlossen, dass wir keine Aprilsession haben. Das heisst, die zweite Lesung kann jetzt nicht geplant durchgeführt werden vom ersten Nachtrag des PBG. Es wird davon ausgehen, dass wir im Mai die Lesung haben, dann könnten wir nachher den ersten Nachtrag dort verabschieden und dann wollen wir recht nachher das auch in Kraft setzen. Weil damit können wir mehr Spielraum schaffen für Gemeinden, dass sie Teilzonenpläne können machen können. Aber es ist klar, momentan in dieser Coronavirus-Krise verschiebt sich natürlich das eine oder andere. Wie ist momentan aktuell die Situation generell im Baudepartement? Wo muss man da Schwerpunkte legen? Inwiefern wird man da beeinflusst von dieser Krise? Ja, aktuell ist so, dass das Baudepartement nicht in dem Fokus steht, wie zum Beispiel das Gesundheits- oder Volkswirtschaftsdepartement. Aber wir sind aufgefordert, die Dienstleistungen, die wir erbringen müssen, auch zum Nutzen der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Das bedingt, wir müssen unsere normalen Dienstleistungen erbringen können. Und das ist natürlich auch bei uns teilweise schwierig, weil doch gewisse Leute jetzt auch erkranken und so weiter. Aber wir geben die beste Mühe, dass wir das machen können. Auch hinsichtlich Fristen versuchen wir die, wenn immer möglich, einzuhalten. Beat Tinne, Ihre Gemeinde ist momentan ein grosses Schulhaus im Bau. Wie sieht das dort aus mit dem Coronavirus? Ist man da noch auf Kurs oder kommt es da zu Verzögerungen? Ja, wir sind im Moment noch auf Kurs, aber es wird in der Umsetzung, damit wir auf Schulbeginn bereit sind, recht anspruchsvoll. Die ersten Unternehmungen sind bereits ein bisschen reduziert im Einsatz, aber die Baustelle geht weiter und wir haben eigentlich die Order gegeben, so lange wie möglich zu arbeiten. Nicht nur wir in der Verwaltung, sondern natürlich auch die Unternehmungen selber. Aber wir können das natürlich nicht garantieren, dass wir das bis zum Schluss durchheben können. Momentan sind Schülerinnen und Schüler zuhause. Sie geniessen sozusagen einen Fernunterricht. Wenn es da in der Digitalisierung weitergeht, ein bisschen provokativ, braucht es in Zukunft überhaupt noch Schulhäuser? Also ich glaube, Schulhäuser braucht es auch in Zukunft. Ich glaube, es ist wichtig, dass im Klassenverband unterrichtet werden kann. Ich bin aber überzeugt, dass jetzt wenigstens der Umstand, dass man Fernunterricht auf der digitalen Basis erteilen kann, dass natürlich dann auch später im Schulunterricht selber vor allem Digitalisierung vielleicht noch ein bisschen höheren Stellenwert überkommt. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass wir uns da sozusagen aufgrund von dieser Ausgangslage auch können, dank innovativen Überlegungen wieder wirtschaftlich gut rüsten. Kommen wir zurück zum Planungs- und Baugesetz. Ein ziemlich abstraktes Thema. Welche Auswirkungen hat denn das für die Bevölkerung, für Bürgerinnen und Bürger direkt? Ja, das Baugesetz tönt zuerst eigentlich so, dass man nicht gross betroffen ist, aber es ist ja eigentlich, jeder Eigentümer ist von einem Baugesetz abhängig, weil damit wird auch festgelegt, weil wir in Zonen drin sind, respektive über die kommunalen Richtpläne wird nachher auch definiert, wie zum Beispiel die eigenen Grenzabstände sind und so Kleinigkeiten werden dort drin gehandhabt. Und darum ist natürlich eine Revision von einem Baugesetz ganz ein schwieriges Unterfangen, weil wir sehr viele Betroffene haben und somit auch sehr viel Interesse drin haben. Wir haben jetzt ein neues Planungs- und Baugesetz, das seit 1. 1.
Oktober 2017 in Kraft ist. Und wir haben jetzt aber gemerkt, dass es verschiedene Verbesserungen braucht. Und deshalb haben wir bereits einen ersten Nachtrag ins Parlament gebracht. Und wir wollen relativ zukunftsnah einen zweiten Nachtrag bringen. Da sind wir bereits mit verschiedenen Interessierten in Diskussionen. Nach heutiger Planung werde ich im Juni informieren, wie es weitergeht. Jetzt Gewerbe und Industrie, die Wirtschaft ist momentan recht gefordert mit dem Coronavirus. Was für einen Einfluss hat jetzt das Baugesetz denn, noch auf das Gewerbe? Ja, ich glaube, aktuell ist die Herausforderung für die Unternehmungen, können den Betrieb aufrechterhalten, Löhne können zahlen und so weiter, natürlich völlig im Vordergrund. Und gewisse Bauanstrengungen, die werden ein bisschen in den Hintergrund kommen. Aber wir müssen eins sehen, wir alle erwarten ja, dass die Krise auch irgendwann vorüber ist. Und dann wird es richtig wieder losgehen, dann brauchen wir auch Investitionen. Und somit ist natürlich das Baugesetz sicher in der Phase, in der wir Krisen überwunden haben, wieder ganz etwas Wichtiges. Verdichten und ressourcenschonenden Umgang, verantwortungsvoller Umgang mit Baulandreserven ist ein grosses Thema, auch ein Stichwort. Wie sieht das an der Front aus? Akzeptieren Bürgerinnen und Bürger, wenn man dann da ein bisschen muss zusammen rücken oder wenn man dann selbst betroffen ist, ist die Akzeptanz ein bisschen kleiner? Ja, da mache ich zwei Erfahrungswerte. Einerseits ist vor allem, wenn man in den Kernzonen, also in den bestehenden Dorfkernen, Bauten realisieren bzw. umnutzen, da stellt man natürlich schon etwa die ein oder andere kritische Frage fest. Und vor allem aber auch bei Neubauten sieht man natürlich, dass die Nachbarschaft das nicht gerne sieht, wenn dann auf einmal der Grenzabstand ein bisschen näher zusammenrücken tut. Wir haben gerade kürzlich eine Gewerbeliegenschaft einmal den Anwohnerinnen und Anwohnern vorgestellt. Und da ist natürlich genau diese Diskussion, obwohl natürlich der Grenzabstand doch noch irgendwo 12 Meter ist in der Realität, sieht man natürlich vielleicht nicht gerne, dass man vielleicht an eine Hauswand her schaut oder dass man vielleicht andere Einschränkungen hat, weil sich auch das Umfeld verändern tut. Und da stehen natürlich nicht nur die Bauherrschaften, Planerinnen und Planer, sondern auch die Baubewilligungsbehörden immer wieder in der Aufklärungspflicht. Und das schaue ich als ganz grosse Herausforderung an. Marc Mechler, spüren Sie das auch? Ja, ich glaube, man kann feststellen, dass man im Grundsatz innere Verdichtung richtig findet. Ich glaube auch, die Zersiedlung, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten haben in Kauf genommen, mit der müssen wir eindämmen. Aber wie es Beatine richtig gesagt, der Krux fängt nachher an, dort, wo zumindest die eigene Grenze dann ist. Und ich nehme es natürlich zur Kenntnis, dass keiner das wahnsinnig interessant findet, plötzlich nur noch eine grosse Wand anzuschauen, wo man vielleicht schön früher ins Grün oder an Bergen gesehen hat. Aber ich glaube, da braucht es ein Umdenken von der Gesellschaft und wir müssen akzeptieren können, dass halt da gewisse Nachteile jetzt in Kauf sind, zugunsten wiederum vom Ganzen, dass wir eigentlich die Zersiedlung jetzt wirklich eindämmen können. Aber es wird ein anspruchsvoller Weg sein und ich mache mir auch keine Illusion, es wird sehr oft nach Rechtsmitteln ergriffen. Also wir werden Baujuristen die nächsten Jahre massiv beschäftigen mit dem, weil doch halt sind einzelne Leute ihre Rechte durchsetzen wollen. Attraktive Wohnlagen, Parzellen und vielleicht auch ein bisschen Abstand vom Nachbarn, dass der nicht gerade in die Stuben hineinsieht, ist ja vermutlich gerade auch für die Steuerzahler wichtig, die einen grösseren Beitrag leisten. Hat man da noch genug attraktive Grundstücke oder rückt da ein bisschen zusammen, wenn jetzt der Baugesetz in Kraft ist? Nein, wir haben natürlich sicherlich noch solche attraktive Grundstücke, auch teilweise Grundstücke, die umgenutzt werden können, die vielleicht früher noch landwirtschaftlich genutzt werden, die näher an der Siedlung sind, die kann man umnutzen, unter gewissen Bedingungen. Aber eins müssen wir festhalten, solche, sage ich jetzt mal, exklusive Gebiete werden teurer. Exklusive Wohnlagen in der Gemeinde Wartau, können Sie da noch etwas bieten, um gute Steuerzahlen herzuholen? Oder hat da die Gemeinde noch einen gewissen Einfluss? Kann man da etwas machen? Ja, wir haben derzeit etwa rund 7 bis 8 Hektar noch nicht bebaute Bauzonen. Das tut sich aber vor allem natürlich in allen Dörfern der Gemeinde Wartau abspielen. Wir sind da natürlich auch schon seit der Inkraftsetzung des Planungs- und Baugesetzes mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern in Kontakt. Wir haben noch eine Umfrage gemacht, wer wenn zu welchem Zeitpunkt vielleicht die Baulandparzellen wird veräussern. Und da jetzt tatsächlich auch aufgrund von dieser Umfrage, die nicht alle sehr lustig gefunden haben,
hat es doch jetzt Grundstücke gehabt, die auf den Markt gekommen sind. Es hat eine Bewegung eingesetzt und ich glaube, das ist wichtig, dass wir mit den Betroffenen auch in einem Kontakt stehen, versuchen auch hier Aufklärungsarbeiten zu machen und deshalb setzen wir im Gemeinderat Wartau recht stark eigentlich auf Eigeninitiativen, indem dann Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer die Grundstücke selbstständig auf den Markt bringen und wir nicht müssen verfügen und sozusagen im Markt eingreifen und sagen, so, jetzt müssen wir hier eine Baulandparzelle der Gemeinde verkaufen. Das wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Und darum bin ich aber überzeugt, ist es wichtig, dass hier Gemeinden mit den Betroffenen das Gespräch suchen und dann gibt es nachher auch gute Lösungen. Bauland wird sich nicht vermehren. Der Traum vom Eigenheim mit ein bisschen Grün rundum, muss man sich der bald irgendwo streichen oder kann man das noch in den nächsten paar Jahren? Also in der Theorie ist ja die Meinung, dass man eben aufgrund von der Verdichtung vielleicht auch könnte Stockwerkeigentum fördern könnte. Ich stelle da aber selber auch immer wieder in Gesprächen fest, die Vorstellung der eigenen vier Wände ist nach wie vor sehr stark in den Köpfen verhaftet. Wir müssen aber auch sehen, dass es natürlich einen grossen Bestand an bestehenden Einfamilienhäusern hat aus den 70er, vielleicht aus den 80er Jahren, 90er Jahren, wo demnächst, weil die Eigentümerinnen und Eigentümer älter werden, dann vielleicht in eine Betreuung zu wohnen gehen oder in eine Eigentumswohnung, die werden auf den Markt kommen. Und da bin ich überzeugt, da haben wir auch eine gute Wohnlage, inskünftig auch das Potenzial, um natürlich auch gute Steuerzahlende weiterhin können attraktive Bauplätze oder bestehende Liegenschaften anzubieten. Werden sich denn auch die Wohnformen verändern, wenn man jetzt auch dichte Zimmer gehen muss und eben vielleicht ein bisschen weniger Grünfläche zur Verfügung hat? Man sagt das, dass sich die Wohnformen können, verändern können, dass es vielleicht Weg gibt Richtung Wohngemeinschaften. Im Moment ist das jetzt noch nicht so zu spüren, da wird sich entwickeln, aber ich glaube, da müssen wir auch am Markt und vor allem den Leuten, den Menschen überlassen, wie sie sich organisieren wollen. Mit der ganzen neuen Zonenplanung kann man ja die Entwicklung der Gemeinde ein bisschen steuern, auf Gemeindeebene spüren sie da, dass da auch genutzt wird, dass da Gemeindepräsidenten kreativ und innovativ unterwegs sind. Ja, ich glaube, die Phase von jetzt der Gesamterneuung, von den kommunalen Richtplänen, ist ganz wichtig, dass man als Gemeinde mal weiss, wo man hin will. Also man muss eine gewisse Vision oder eine Strategie erarbeiten und dann kann man erst ins Detail hineingehen. Und ja, ich stelle fest, dass sehr viele Gemeinden eigentlich die Fragestellung spannend finden. Sie ist nämlich auch spannend. Sich mit deren auch intensiv auseinandersetzen. Und deshalb bin ich guten Mutes, dass man da wirklich auch kreative und zukunftsgerichtete Lösungen werden finden. Bertina, wie haben Sie da in der Gemeinde Wartau konkret angepackt? Wir haben zuerst einen Gemeindeentwicklungsprozess eingeleitet. Da sind wir mit der Bevölkerung an drei Ebenen, zum Teil an Informationblocks, teilweise in Workshops, haben wir die Leute zusammengerufen. Ist auf ein sehr grosses Interesse gestossen. Und jetzt gehen wir her und dann eigentlich aufgrund von diesen Erkenntnissen den Richtplan ableiten. Und nachher gehen wir natürlich, und da sind wir auch wieder aufgefordert vom Gesetzgeber, die Leute in die Mitwirkung mit einbinden. Nur wenn die Leute eingebunden sind und wissen, um was es geht, dann gibt es eine tragfähige Akzeptanz so von Veränderungen und vor allem vielleicht auch von Gebieten, die man neu organisieren muss. Weil wir müssen auch natürlich überlegen, wo ist das Innenentwicklungspotenzial. Das müssen wir ebenfalls erarbeiten. Und wir müssen aber den Leuten aufzeigen, dass sozusagen ein Ausweiten auf die grüne Wiese, das ist praktisch nur mehr möglich. Und da setzen wir natürlich jetzt wirklich den Fokus darauf, bestehendes Bauland versuchen zu mobilisieren, gleichzeitig aber auch innerhalb der bestehenden Kern aufzuzeigen, welche künftigen Nutzungsmöglichkeiten das vorhanden sind. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren dann, der Bevölkerung können, sozusagen einen pfannenfertigen Richt- und Zonenplan vorlegen. Und dann nachher werden wir dann sozusagen in der Planauflage dann sehr schnell feststellen, ob das Ergebnis, das breit ist, diskutiert worden ist, schon akzeptiert wird. Damit es dann auch vom Kanton bewilligt wird, was hier in der Gemeinde geschaffen wird, ist auch der Anschluss an öffentlichen Verkehr, an Strassenverkehr ein wesentlicher Punkt. Inwiefern beeinflusst der jetzt die ganze Planung schon? Oder hat man da schon gewisse Vorarbeiten müssen leisten müssen?
Da haben wir natürlich Vorarbeiten geleistet. Wir haben vor allem versucht, die Wartau-interne Busverbindung noch an ein künftiges, allenfalls Entwicklungsgebiet heranzuziehen. Dann steht aber auch sozusagen die Verlegung vom Bahnhof Trüebbach in die Fährhütte zur Diskussion, Richtung Arbeitsplätze. Und ich glaube, das ist schon sehr zentral, dass dort, wo die Arbeitsplätze sind, dass dort auch die Erschliessungsmöglichkeiten gegeben sind, also nicht nur von Schienen und Strasse, sondern dass wir dort durchaus auch eine Bündelung erreichen mit Park and Ride. Und ich glaube, das sind auch Überlegungen, die natürlich in so Prozess müssen zwingend mit einfließen und die ÖV-Güte oder Qualitätsgüte. Das ist ein weiteres Kriterium nebst der Innenentwicklung, wo natürlich jetzt in so einer Ortsplanungsrevision wesentliche Treiber sind. Als ehemaliger Präsident von der St. Gallen Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten sind Sie ja sehr eng vernetzt mit Ihren Amtskolleginnen und Kollegen. Spürt man da in allen die gleichen Herausforderungen oder gibt es da einen Unterschied von ländlichen, städtischen Gebieten? Ich glaube, die Herausforderung ist für alle die gleiche. Natürlich aufgrund der Grösse, der Struktur der Gemeinden kann es Nuancen geben. Aber ich glaube, ich habe da bis jetzt nicht Kritik gehört, dass das unmöglich ist, sondern was wirklich Gemeinden eher beschäftigt, ist derzeit der Vollzug des Planungs- und Baugesetzes. Das hat Marc Mächler angesprochen als Baudirektor. Da würde es da gewisse Anpassungen geben. Wenn wir die erreichen, einen kleinen Teilrevisionsschritt, dann sind wir wieder auf einem guten Weg. Marc Mächler, was spüren Sie? Was sind so die grössten Herausforderungen? Ich glaube, der Herr Tinner hat das sehr schön jetzt aufgezeigt und auch vorbildlich, was eine Gemeinde eigentlich machen muss. Wie sie auch mit ihrer Bevölkerung in eine Diskussion hineingehen muss und muss auch offen sein diesbezüglich. Also ich empfehle auch allen Gemeinden, einen transparenten Prozess zu machen, damit man eben am Schluss auch eine Akzeptanz findet bei der Bevölkerung und möglichst wenig auch Einsprache hat. Und das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir Mitwirkung hochhalten und eben auch transparent sind. Und ich glaube, wie es der Herr Tinner jetzt aufgezeigt hat, das ist jetzt der richtige Prozess. Ich finde das sehr vorbildlich, wie sie es gemacht haben. Und ich wünsche ihm natürlich viel Glück, dass dann auch für die Gemeinde auch mit möglichst schlank durchgeht. Momentan sind wir in einer Art Übergangsphase. Was für Auswirkungen hat jetzt die Übergangsphase vielleicht gerade auch für die Gewerbeindustrie? Kann die noch bauen oder sie ist da jetzt einmal zurückgesetzt? Also zum einen möchte ich festhalten, wir haben im Jahr 2019 so viel Baugesuche und auch Baugenehmigungen erteilt wie noch nie. Das heisst, es ist möglich im Kanton St. Gallen zu bauen, aber es braucht aufgrund von der neuen Gesetzgebung und aufgrund aber auch von der neuen Philosophie im Richtplan, braucht es längere Phasen, die ganzen Prozesse können anschieben und auch all die Interessen, die mit hineinspielen, zu berücksichtigen. Darum empfehle ich allen, man soll möglichst früh mit den Behörden Kontakt aufnehmen. Wenn man ein Vorhaben hat, auch mit den Behörden ein Gespräch suchen, wo liegen allfällige Schwierigkeiten. Und dann lassen sich eigentlich meistens Lösungen erarbeiten. Gerade von Gemeindevertretern hört man immer wieder, dass man viel weniger Kompetenzen hat in Zukunft und dass man da spürt auf Gemeindestufe, dass das also ein bisschen den Kanton abwandert. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, man muss unterscheiden, vor allem wenn es um Gewerbebauten geht. Dort ist natürlich der Kanton mit dem Umweltschutzgesetz natürlich ein wesentlicher Treiber oder ist dort, hat dort auch Zuständigkeiten. Gemeinden sind dann natürlich eher wieder im Vollzug, aber natürlich auch in den Bewilligungsfragen, wenn es eben um Grenzabstände, um Höhen geht, Anzahl Parkplätze oder Anbindung an ÖV, da sind eigentlich Gemeinden gefordert. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass sozusagen jede Staatsebene in dem ihrem zugewiesenen Teilbereich gute Arbeit leistet und vor allem dann auch eine Koordination stattfindet tut. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich auch schon den Eindruck hatte in der Koordination. Da hat es da gewisses Optimierungspotenzial. Und wenn wir das noch verbessern können, dann glaube ich, sind wir vielleicht noch mal eine Spur schneller oder zielgerichteter unterwegs. Aber ich stelle auch fest, je besser natürlich die Baugesuche aufbereitet auch kommen von der Planerseite und von der Bauherrschaft, auch eine klare Vorstellung über Zielsetzungen von einem Baugesuch schon im Voraus geklärt sind, umso schlanker geht natürlich auch das Baubewilligungsverfahren. Marc Mächler, die Kritik sozusagen, dass der Kanton alles entscheidet, die Gemeinden die Autonomie ein bisschen verlieren, haben Sie die auch schon gehört? Oder wird da nur am Stammtisch über das geredet?
Nein, die Kritik die höre ich auch. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass wirklich Gemeinden und der Kanton miteinander, dort wo es noch nicht gut ist, auch zusammenarbeiten noch intensivieren können, dort wo es noch nicht gut läuft. Und ab und zu vielleicht auch mal zusammensitzen für ein klärendes Gespräch. Ich glaube, das hilft auch immer. Ich darf aber auch immer wieder feststellen, dass wir im Kanton St. Gallen auch gut sind diesbezüglich. Ich durfte jüngst in der DGS, das ist in St. Gallen, ein Druckgusswerk neu eröffnen. Und der CEO hat dort vor dem versammelten Publikum gesagt, er hätte hier schneller dürfen bauen im Kanton St. Gallen, als das in China möglich gewesen wäre. Also es geht, wenn man, wie der Herr Diener richtig gesagt hat, auch Planunterlagen vollständig bringt, weil dann können wir auch schnell eine Erteilung machen. Ist da vielleicht ein Kritikpunkt von Ihnen, eine Gemeinde, dass da nicht die vollständigen Sachen auf St. Gallen kommen? Ja, in gewissen Gemeinden ist man, das scheint zumindest mir teilweise sicherlich herausgefordert, zum Wissen, was braucht es überhaupt. Es ist auch teilweise komplex, insbesondere wenn man natürlich einen Industriebauten anschaut. Man hat ja vielleicht in einer kleineren Gemeinde nicht jeden Tag einen Industriebauten. Und dort ist es natürlich wichtig, dass die Unterlagen vollständig kommen. Und wir stellen einfach fest, dass das nicht immer der Fall ist. Und darum ist eines unserer wirklich Anliegen, ist auch in Dialog zu treten mit den Planern. Meistens sind es ja Planer, die es nachher einbringen müssen, dass die Vollständigkeit besser kommt, weil dann können wir auch schneller entscheiden. Beat Hinne, jetzt haben wir den Baudirektor ja bei uns. Haben Sie noch einen Wunsch, den Sie ihn richten wollen? Aber Sie müssen ein bisschen aufpassen, Sie kandidieren ja noch für im zweiten Wahlgang für die St. Galler Regierung. Unter Umständen müssten Sie den Wunsch ja nachher auch selber dann umsetzen. Ja gut, einen Wunsch hätte ich schon. Wir haben natürlich nicht nur Bauprojekte im Hochbau, sondern wir haben auch ein Tiefbauprojekt. Ich denke da vor allem an Strassenbauten, wo natürlich auch Gemeinden teilweise natürlich mit ihren Interessen involviert sind. Und ich bin überzeugt, dass wir auch der Überhang, der jetzt derzeit, ich glaube, es sind über 1200 Bauprojekte im Tiefbaubereich, wenn wir das könnten reduzieren, würde ich eigentlich anbieten, dass da vielleicht Gemeinden inskünftig nach vorgehenden Standards die Projekte selber vorbereiten und nachher eine Pfannenfertigung im Kanton zur Genehmigung überreichen. Da bin ich überzeugt, da könnten wir gemeinsam noch einen Schritt weiterkommen, um all das, was jetzt vielleicht ein bisschen aufgestaut wird, weil wir einfach hier zu wenig Planer haben, da müssen wir natürlich auch realistischerweise so sehen, dann hätten wir, glaube ich, da noch einen Schritt Fürschi können machen. Einen Schritt Fürschi machen, wenn Sie am 19. April, wer weiß, vielleicht sind Sie bald gemeinsam in der St. Gallen Regierung. Beat Hinne, Marc Mechli, herzlichen Dank für das Gespräch. Wie Sie gesehen haben, haben wir da ohne bauliche Massnahmen die Distanz können wahren zueinander wegen dem ganzen Coronavirus. Wir hoffen natürlich, dass die Zeit, die schwierige Zeit, schon bald wieder vorbei ist. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gute Gesundheit und bleiben Sie politisch interessiert.